Von was reden wir eigentlich? Planetary Interaction ist nichts weiter als der Abbau von verschiedensten Ressourcen auf Planeten. Was für Planeten das sind, hängt von eurem System ab, in dem ihr seid und wie ihr arbeitet. Ich persönlich lebe im Wurmloch. Und in unserem Wurmloch ist Pi, naja, mittelmäßig, weil wir nicht gute Planeten haben. Das heißt aber auch, dass man sich das angucken kann. Wir haben hier. Ich habe eine Übersicht, da sehe ich die Planeten. Es gibt von den Planeten verschiedene Typen. Also Tempered, Gas, Barren, Storm haben wir hier. Wenn man jetzt auf die Webseite guckt. Barren haben wir, Gas haben wir, Eis haben wir nicht. Den schalte ich hier aus. Übrigens, das hier ist Eve Helper TK. Finde ich eine wunderbar einfache Seite, sich das anzugucken, was man überhaupt Möglichkeiten hat. Man stellt unten ein, welche Planeten man hat, hakt die ab und fertig. Das heißt, ich habe einen Barren. Jo, ich habe Gas. Yep, ich habe kein Eis. Nö, ich habe kein Lava. Ich habe kein Ozeanik. Und er graut immer schön aus, was ich nicht kann. Ich habe kein Plasma. Nö. So. Macht die Sache einfacher. Wichtig zu wissen daran ist, man kann natürlich seine Produktion so aufbauen, dass sie in einem System alles produzieren kann, was ich brauche. Logischerweise. Ich könnte aber auch sagen, ich fliege was mit rein. Ich zum Beispiel sage, ich möchte hier, wo ich bin, sage ich mal, vereinfacht, ups, ist ja dumm. Wenn ich Wettbewerb Mainframes bauen möchte, wo ich gerade bin, dann kann ich hier draufklicken, kann mir gucken, was es kostet. Dann sehe ich, Wettbewerb Mainframes sind relativ lukrativ. Und ich kann aber auch was reinfliegen. Das heißt, ich mache wieder alle aus, die ich nicht habe und sehe, okay, gut, das geht nicht. Aber wenn ich Supercomputer und da oben, die beiden müsste ich reinfliegen, das würde auch gehen. Wie genau das alles funktioniert, sehen wir gleich. Ich für meinen Teil sage, das günstige hier hinten, 788K, würde mir reichen. Man könnte natürlich auch sagen, man produziert zum Beispiel verschiedene Sachen auf Level. 3 ist das, glaube ich. Und so weiter und so fort. Am Ende des Tages ist nur wichtig für euch zu wissen, was wollt ihr machen, um dann von da aus auch das Teil aufzubauen. Planetary Interaction ist dann eine sehr große Fleißarbeit. Wieso? Das liegt daran, dass ihr sehr viel Zeit da reinsteckt, zu versuchen, eine ordentliche Produktionslinie aufzubauen. Von Optimieren reden wir noch gar nicht. Aber Schritt 1, wir wollen dieses Ding hier bauen. Ja. Hilfe. Das heißt, ich kann mir hier anzeigen lassen, was ich brauche. Theoretisch. Manchmal Hilfe. So. Gut. Ich kann mir quasi hier anzeigen lassen mit dem grünen Ding, was ich dafür brauche. Ich lasse mir hier anzeigen, was ich hierfür brauche. Und ich lasse mir hier anzeigen, was ich alles brauche. Also immer auf das grüne I bei diesem Spielzeug. Und dann sehen wir, was für Materialien wir brauchen. 2, 4, 6, 8, 9 verschiedene Materialien. Ja. Und damit weiß man auch ungefähr, wie es ist. Und natürlich kann man sich hier noch anzeigen lassen, welche Geschichten man braucht. Das ist alles relativ praktisch. Würde ich persönlich aber nicht ganz so detailliert machen. Warum nicht? Ich muss ja sehen, was ich hier brauche. Das heißt, ich baue eins nach dem anderen. Bedeutet, ich brauche Reactive Metals für was? Ich brauche Reactive Metals direkt hierfür. Das bedeutet für mich, ich sollte am besten Reactive Metals und die Produktion der Nanofactory ja auf einem Planeten haben, weil das läuft direkt hier rein. Wenn ich das ausmache, brauche ich es nicht mehr. So kann man so ein bisschen spielen und gucken. Ja, wenn ich auf das I drücke und sage, ich will es nicht mehr sehen, dann weiß ich, okay, ich brauche eigentlich Reactive Metals auf dem Planeten von der Nanofactory, weil die fressen das. Gut. Jetzt kommt hinzu, dass nicht jeder Planet alles aufbauen kann. Also Barren-Planeten, wovon wir genug haben, kann Advanced Facilities stellen. Also die höchsten, die man hier braucht.
Wie fangen wir jetzt an? Wir fangen jetzt damit an, dass wir sagen, wir schnappen uns am einfachsten einen Planeten und fangen an zu bauen, oder wir schnappen uns Excel. Hauptsache, man hat einen Plan, wie es laufen soll. Und dann gucke ich mir eins nach dem anderen an. Fertilizer. Fertilizer brauchen Bakterien und Proteine. Das heißt, ich klicke hier auf das I und weiß genau, ich brauche Mikroorganismen und Komplexorganismen. Und unten, wenn man guckt, sieht man auch, was aufleuchtet. Ja, das heißt, jetzt leuchtet Temperate auf und jetzt leuchtet Temperate und Baron auf. Das heißt, ich brauche Temperate-Planeten zur Herstellung der Fertilizer. Gut, zurück ins Docking Spiel. request accepted. Wie funktioniert jetzt der Aufbau von diesen Fertilizern? Machen das einfach kleiner, dann sieht man es vielleicht nicht so gut. Gut. Wir als Korps sind ein bisschen ein fauler Haufen. Wir haben hier eine Aufbauhilfe netterweise gestellt. Das heißt, ein Schiff, in das man jeder sich jeder schnappen kann. Sobald ich das hier geschafft habe, da einzusteigen, danke. Und wir haben die Lager im Korblager, weil wir nette Kollegen haben, die mitbringen. Ich habe jetzt gesagt, ich möchte auf einen Template-Planeten, weil ich beides auf Template machen kann. Das heißt, ich schnappe mir auch ein Command Center. Das sind diese tollen Dinger, die kann man für NPCs kaufen. Pack das da rein, dock mich ab und bleib tunichst stehen. Wichtig. Ihr braucht nicht zum Planeten fliegen. Gar nicht. Drückt einfach Q, dann könnt ihr einen Punkt auswählen im All. Da einmal hinklicken, da ein zweites Mal hinklicken, dass ihr einen Punkt genau neben eurer Station habt, dass euch keiner aus dieser Docking Range rausschieben kann. Wenn ihr einen Punkt bestimmt, der so nah dran liegt, kann euch keiner von hinten anfliegen, sondern höchstens von oben. Und euer Schiff bewegt euch immer zu dem Punkt zurück. Weil ihr seht gleich das All nicht mehr. Wichtig. Gut. Tempelplaneten habe ich eine riesig große Auswahl, das heißt, ich habe genau einen. Ups, nein, nicht doppelklicken, sonst fliegt ihr dahin. Ich klicke auf den Planeten einmal drauf, sage Planetenview anzeigen, Planetensicht. Dann habe ich hier den wunderschönen Planeten und kann über die Scan-Funktion hier links oben, ich mache mir den Rest zu, dass man es besser sieht. Über die Scan-Funktion hier kann ich mir gucken, ich brauche Webseite wieder, Mikroorganismen und komplexe Organismen. Jackpot. Ja. Klicke hier drauf und sehe dann die Felder. Ich kann natürlich hier den Filter noch ein bisschen einstellen, wenn ich wollte. Je dunkelroter es ist, je besser. Das heißt, hier ist ganz schön. Was mache ich jetzt? Ich bleibe im Scanner-Modus und stelle mein Ding hier hin als Marker, dass ich hier hin möchte. Ja, nur nicht bauen. Wenn ihr hier oben erst, also ihr könnt hier im Bildmenü etwas auswählen. Das ist am Anfang immer das Command Center. Ihr platziert das und dann ist es in Planung. Der gelbe Rahmen hier heißt, ist in Planung. Noch nicht auf Übertragen drücken, sonst gespeichert. Wir haben uns nur die erste Ressource geschnappt. Jetzt gucken wir hin. Ich brauche noch Mikroorganismus und gucke, wie geht es dieser Ressource. Und wir sehen, die Ressource ist richtig mager verteilt. Was für mich heißt, ich möchte mich eher nach der richten und sage, gut, ich lösche mein Command Center nochmal. Cancel. Nehme das neue, setze das wieder da als Marker hin. Ungefähr hier ist gut. Geh wieder auf den Scanner, Komplexorganismen. Das ist da unten. Das bedeutet, ich möchte mein Command Center irgendwo, also eine Basis irgendwo hier in der Mitte, dass ich kurze Wege habe, dahin bauen. Das heißt, ich merke mir den Platz ein bisschen. Cancel, Build. Da ist okay. Den Scanner nochmal wechseln. Sehe, okay, beide Richtungen ungefähr gleich weit. Submit. Planet besiedelt. Das erste, was ihr machen müsst. Auf euer Command Center hat eine Gebäudeeinstellung und Command Center haben ein Power Grid und CPU, wie ein Schiff auch. Das gilt für den ganzen Planeten für euch. Ihr wollt das tunichst upgraden, am besten auf 4. Also auf Level 4 haben diese Upgrades. 5 ermöglicht euch mehr Bauten, aber ich bin leider keine hundertprozentige Industrielle. Es wird übertragen. Submit. Und schon ist das Ding aufgebaut. Ich habe das Command Center stehen. Gut. So. Und jetzt beginnt der Spaß mit dem, wir brauchen ja Fabriken und Extraktoren. Das heißt, ihr habt jetzt neue Bauoptionen mit dem Command Center.
Industries gibt es drei Stück. Basic, Grundlage, Advanced ist die mittlere Stufe hier. Also Specialized Communities. Und ihr habt Hightech für die Advanced hinten. Also ich brauche jetzt quasi auf diesem Planeten erstmal aber Extraktoren, die mir das Zeug aus dem Boden ziehen. Es reicht einer. Warum sehen wir gleich? Den setzen wir hier so schön irgendwie hin. Der graue Kreis ist der graue Kreis, in dem ihr nachher Bohrköpfe platzieren könnt. Und glaubt mir, ein Extraktor pro Ressource reicht. Weil ihr könnt danach Bohrköpfe bis zu 8 Stück platzieren. Das ist wunderbar. Drei Infos zu diesen Ressourcen. Erstens, sie sind nicht auf allen Planeten gleich. Je höher die Sicherheitsstufe, je weniger Ressourcen sind in so einem Feld drinne. Sie werden nicht ausgehen, das ist der zweite wichtige Hinweis. Ressourcenfelder gehen nicht zu Ende, sie wandern nur. Das bedeutet, der Mittelpunkt von diesem orangen Ding könnte jetzt hier in der Nacht der Zeit darum wandern oder so rum wandern. Die werden nie alle sein, aber plant ein bisschen Puffer ein, weil eure Felder wandern werden. Ja? Gut, das ist der eine. Und der letzte Tipp daran ist, macht euch einen Plan, wie ihr möglichst kurze Wege habt, weil die Straßen, die ihr gleich bauen werdet, oder die Links heißen die hier, verbrauchen auch Ressourcen. Also gerade Fitting-Ressourcen. Wir stellen jetzt gern um auf die Mikroorganismen. Build Extraktor. Setzen den zweiten hier oben hin. So. Submit übertragen. Wunderhübsch. Gut. Jetzt haben wir dieses. Jetzt haben wir einen Extraktor. Ein Extraktor kann, wie gesagt, ein Extraction-Programm erstellen. Ihr müsst ihm dann sagen, was er minern soll. Ja, das stellt man hier ein. Danach sieht man den Scan wieder. Und ihr könnt hier sogar 10, Entschuldigung, nicht nur 8, sondern auch 10 Bohrköpfe erstellen. Und ihr setzt einfach einen Bohrkopf dahin. Habt hier den Bohr, oh, ich gehe ein bisschen ran, habt den Bohrradius von dem Kopf. Aus kurz den Bohrradius von diesem Kopf und könnt ihn möglichst im Feld platzieren. Ihr seht, wie viele Ressourcen pro Cycle rauskommen. Problem daran ist, je länger ihr diesen Durchlaufzeit, Programmzeit einstellt, je weniger Ressourcen kriegt ihr raus. Ihr seht, das nimmt ab. Ich persönlich bin ein sehr fauler Mensch, ich stelle es mir auf 3 Tage. Weil ich nur zweimal die Woche da reinklicken möchte. Average per Hour 4180, das ist zu wenig. Zweiten Bohrkopf dazu. Diese Einstellung machen wir gleich nochmal im Detail. Aber der Extraktor an sich ist jetzt quasi als der Bohrkopf. Wir können hier beliebig viele Bohrköpfe hinpacken, aber wir fressen hier links oben einiges an. Load, Sekunde, mal schnell so ein Logo raus. Also einiges an CPU dafür, deswegen muss man das optimieren. Wie genau wir es optimieren, sehen wir gleich. Erstmal kommt es wieder weg. Das ist erstmal egal, cancel. Weil als erstes baue ich jetzt die Basic Facilities. Das sind die Dinger, die aus den Rohstoffen, aus den Rohstoffen gleich, setze deutsche Ganze. Die aus diesen Rohstoffen, die man raussammelt hier auf der Webseite, dann Processed Material macht. Also ich mache aus meinen Rohstoffen Material. Pack das mal hier runter, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. So. Das heißt, ich brauche zwei Basic. Das ist so eine alte Weisheit. Das kommt hier hin. So. Übertrag das, habe ich die gebaut. Jetzt kann ich links bauen. Das ist entweder mit STRG-Klick und hier rüber. Oder hier auf den Create Link Button links. Diese Links sind dafür da, dass ihr eine Art Straßen baut. Und die können öfter benutzt werden als einmal. Das heißt, ich baue einen Link von hier zur nächsten Facility, den kürzesten Weg, und schließe das ganze Zeug hier an. So, jetzt braucht ihr einen Lagerplatz. Create Link, danke. Hat sie erledigt. Braucht ihr einen Lagerplatz? Der Lagerplatz in diesem Command Center sind 500 Kubikmeter, das ist nichts. Der einfachste Weg dafür ist das Launchpad, was man einfach hier nebenstellen kann, im kürzesten Weg, und dann einen Link darüber baut.
Das Launchpad selber hat nämlich schöne 10.000 Kubik. Damit habt ihr ein Pufferlager, weil die Minen natürlich produzieren Material. Und der Gedanke ist jetzt der, dass ich jedes Zwischenpuffer, das heißt, ich habe eine Mine, sage ich mal, einen Extraktor, der zieht das Zeug aus der Erde, der schiebt das in das Lager. Das Lager verteilt das wieder zurück auf die beiden Facilities. Alles, was übrig bleibt, bleibt im Lager. Das schafft einen gewissen Puffer. Wofür der da ist, zeige ich euch auch sofort. Wir betragen das Ganze nochmal kurz und haben jetzt den Grundaufbau stehen. Das heißt, ich habe einen Extraktor und ich habe hier Basic Facilities. So, und jetzt kommt das, was an dieser PI-Geschichte richtig nerven kann. Ihr müsst nämlich jedem in jeder Fabrik ein Rezept zuweisen. Wer das Factory gespielt hat, kennt das Konzept. Gut, wir haben nämlich. Jetzt ziehen wir vom Planeten hier oben. Lass mich mal lügen, was haben wir dem gegeben für ein Thema? Du hier machst Mikroorganismen gleich. Ja? Er wird gleich Mikroorganismen aus dem Boden ziehen. Jetzt kann ich hier gucken und sehe aus Mikroorganismen, ja, kann ich hier mal das I klicken, sehe ich, mache ich Bakterien. Ah, das heißt, diese Dinger hier wollen Bakterien sein. Klick den Bauplan an, sag installieren und er fragt mich sofort, hier, sag mal, wo soll der Schmarrn hin? Ja, zeigt mir an, es gibt einen Output, Bakterien, Route missing. Er fragt mich direkt, wo ich hin möchte, und ich kann direkt sagen, ich hätte es gerne ins Launchpad. Destination Launchpad, Route erstellen. Damit sieht man auch hier, transportiert er das Zeug ins Launchpad. Und hier auch nochmal, Bakterien ins Launchpad, danke. Und das ist der Rhythmus, an den ihr euch beim PI gewöhnen müsst. Sagt ihm, was er tun soll und wo es hin soll. Jedes Mal. Ja? Gut, der nächste Geschichte ist die, dass jede Fabrik eine Cycle Time hat. Also wie lange sie braucht. Steht hier oben. 30 Minuten. Und wie viel Units sie frisst. Das steht hier. Ja? Ihr seht, es ist rot. Weil Input Route Missing, also es gibt keinen Auftrag, der sagt, liefer Mikroorganismen an diese Fabrik. Und ihr müsst 3000 Stück alle 30 Minuten zur Verfügung stellen. Das heißt 6000 Units pro Stunde. Warum ist das wichtig? Weil er hier, tick, 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 Mikroorganismen, gibt seinen Average Hour Output an. So, wir verbrauchen im Durchschnitt 12.000 Einheiten die Stunde, 6.000 pro Fabrik. Also müssen wir auch 12.000 aus dem Boden ziehen. Pro Stunde im Durchschnitt. Ich stelle mein Programm wieder auf 3 Tage. Schnappe mir die Dinger, schiebe die hier möglichst mittig rein. Und sehe, drei brauche ich. So, wenn diese Kreise hier sind, die Out Mining Output Dinger, ja, wenn die überlappen, klauen sich gegenseitig Ressourcen, das sieht man im kleinen Minus. Das heißt, guckt, dass die so ein bisschen verteilt sind über der Mitte. Ein gutes. Schöne Sache. 12.500 Output per Hour. Alles fertig, 3 Tage. Und ihr seht aber, ich haue hier 35.000 Units raus. Und hier sehr wenig. Unter 10.000. Das heißt aber, das Pufferlager sorgt dafür, dass ich das Zeug da reinpuffer. Ja, was ich am Anfang überproduziere, dass ich, wenn ich unterproduziere, das Zeug dann in die Fabriken trotzdem versorgen kann. So, PI. Und nochmal Zusammenfassung. Wir ziehen jetzt die Mikroorganismen hier, da unten die, ziehen wir aus der Erde und machen daraus Bakterien, indem wir das Minern start, not rooted. Ja, das heißt, ich gebe dem Ding eine Produkte. Sehe, was er produziert hier mit diesem Produktding. Create Route. Also produziere eine Transport ins Lager. Create. Fertig. Das Ding blinkt einmal, freut sich, ist grün, außenrum versorgt. Damit ist der Mining-Prozess fertig. Jetzt will ich die Fabriken versorgen. Das heißt, ich gehe hier in das Lager rein, was mein Launchpad ist in dem Fall. Es gibt auch spezialisierte Lager, die verbrauchen nur andere Ressourcen. Und Launchpads sind gewöhnlich einfacher. Hier geht das Launchpad rein,
Geht in Storage, stellt fest, es ist da gar nichts drin. Ihr braucht nicht warten, ihr könnt auf die Routen gehen und ihr seht, was geliefert wird. Ihr seht, es werden Bakterien geliefert von den Beinen, theoretisch, und es werden Mikroorganismen geliefert. Und diese Mikroorganismen kann man einfach eine neue Route erstellen. In die Fabrik. Fertig. Fabrik freut sich, ist gelb, weil sie noch keine Ressourcen hat, aber sie ist versorgt. Dasselbe nochmal. Passt hier auf, dass ihr die Incoming Route erwischt. Den Einkommenden. Fertig. Schön. Wir produzieren jetzt Bakterien. Ja, die werden Mikroorganismen rausgezogen, Transport hierher, von hier verteilt neu. Die Fabriken warten jetzt auf Rohstoffe und dieses Ding hier cycelt 15 Minuten. Inactive? Why? Achso. Submit. Übertragen natürlich am Ende. Und damit seht ihr eine Stunde Cycle. Das heißt, in einer Stunde geht das hier erst los. Gut, die Bakterien haben wir. Können wir ausmachen? Das heißt, wir sind jetzt noch bei den Proteinen. Selbes Spiel wieder. Ja, wir gehen hier hin, suchen hier die Proteine raus, installieren, rein ins Lager. Und jetzt kommt der Spaß im ganzen Spiel. Das ist richtig anstrengend. So, das hier rein. Produziert, fertig. Dann kommen die Mining-Köpfe. Complex Organism. Das sind die hier. So, Kleinigkeit am Rande. Der Input und Output der Fabriken ist zum Glück immer der gleiche. Das heißt, wir brauchen wieder 12.000 Einheiten. Das schaffen wir mit zwei Extraktoren wieder nicht. Machen wir einen dritten. Fertig. Start Extraction. Produkte. Straße, also Route erstellen. Ins Lager. Das ist das da hinten hier wieder. Erstellen. Und im Lager wieder sagen, es kommen. Wo sind sie? Hier, Mikroorganismen. Nee, Quatsch, Komplexorganismen rein. Und die leiten wir hier rein. Aber das Problem. Ja, die Route ist überlastet hier. Da seht ihr, die einzelne Route hier ist überlastet. Da kann ich nicht mehr drauf adden. Das heißt, man kann diese Route auswählen, diesen kleinen Link hier, diese Punkte dazwischen, und kann das Ding upgraden. Damit haben wir wieder genug Power, um den Transport durchzuführen. Fertig. Zweite Runde. Gut. Übertragen, nicht vergessen. Läuft. Das bedeutet, er hier cycelt jetzt fröhlich vor sich hin, auch eine Stunde. Transportiert das darüber. Alle sind entweder gelb oder grün. Das heißt, sind alle versorgt. Wunderbärchen. Letzter Schritt. Wir wollen ja jetzt hier Fertilizer produzieren. Fertilizer brauchen eine Fabrik. Das heißt, da kommt eine Advanced Facility hin. Ich glaube, wir können sogar zwei bauen. Ich baue die so rechts, links. Ich bin da sonst so ein Symmetrieaffe. Wieder maximal kurze Wege zum Lager. Was unser Launchpad hier ist. So. Übertragen. Wir createn wieder Links, entweder mit dem Klick hier drauf oder STRG und Klick auf die Facilities. Links sind da. Und wir haben gesagt, wir wollen herstellen Fertilizer Tech 2. Diese Fabriken produzieren Tech 2 und Tech 3. Das heißt, in diesem Fall hier Fertilizer auf der Webseite, also Refined Communities und spezialisierte Communities. Tag 2, Tag 3 und Tag 4 bräuchten wir die anderen Fabriken. Gut. Was machen wir jetzt? Fertilizer. Install, ins Lager, fertig. Hier auch wieder Fertilizer, install, ins Lager, fertig. Und jetzt geht es an die Routenerstellung. Und dann ist es wieder Routes aufmachen. Create, hierher, fertig. Welches Incoming-Bakterien ihr nehmt für die Routenerstellung, ist egal. Wichtig ist nur, dass das Gebäude weiß, okay, du kriegst geliefert Bakterien und die schickst du weiter an die Facilities. Du kriegst geliefert Proteine. Route erstellen, hier hoch. Create Route.
Proteine, Route erstellen, hier rein. So, die machen auch das Pluff und sind gelb. Das heißt, sie haben alles übertragen, fertig. Wir stellen Fertilizer her. Ende der Geschichte. Warum? Die sind versorgt. Man sieht es auch. Es ist gelblich, also es ist zwar nichts da, aber es würde theoretisch versorgt werden. Wir sehen, dass das Command Center ziemlich am Ende ist. Und wir haben alle Miner laufen. Fertilizer. 8000 dieses Kaderstück. Klingt jetzt nicht viel, aber das läuft ja auch eine ganze Zeit. So weit steht das hier jetzt. Ja. Ich würde persönlich nach ein, zwei Stunden nochmal reingucken. Genau genommen nach 2 Stunden. Ob auch Fertilizer ankommen im Lager selber oder nicht. Weil man macht ganz gerne Klickfehler, wenn man nicht so routiniert ist. Wichtig ist aber, ihr müsst diesen Facilities jeden einzelnen Arbeitsschritt diktieren. Die machen nichts selbstständig. Damit ist aber dieser Planet fertig, aufgebaut und läuft. Fertilizer haben wir. Ja, gut. Nächster Schritt wäre jetzt, wir brauchen Synthetiköl. Synthetiköl hier, ne? Synthetiköl ist Oxygen und Isotonic Solutions. Können wir wieder gucken, wie sieht das aus hier? Das geht auf einem Storm-Planeten und auf einem barren Planeten. Wenn ihr jetzt etwas Zeit und Muße habt, tut euch den Gefallen und schaut euch anderen Geschichten an. Achso, scheiße. Das muss weg, das muss weg, das muss weg. Weil er zeigt euch hier unten auch an, auf welchem Planeten, also hier unten rechts seht, seht ihr, dass zum Beispiel Polytexturen, Polytextile, Entschuldigung, nur auf Tempelplaneten bauen kann. Ich habe aber nur einen. Das heißt, Fertilizer und Polytextile sind beide auf Tempelplaneten. Das heißt, ich habe ein Problem. Ich habe einen Planet zu wenig. Schade. Deswegen ist es immer so eine Balancing-Geschichte. Ich persönlich habe dafür eine Excel. Wenn ich ehrlich bin. Ja, in der Excel steht drinnen, von unten nach oben als Pyramide aufgebaut, was ich bauen möchte und von wo ich was fliegen muss. Ich kann es mir nicht merken. Aber nichtsdestotrotz müssten wir jetzt theoretisch auf dem Template-Planeten auch noch Polytextile hinzimmern. Wir können aber auch gucken, woraus die gemacht werden und stellen fest, Industrial Fibers kriege ich nur auf Template-Planeten. So, was tun? Wir gucken uns an, ob unser Template-Planet dafür überhaupt taugt. Das heißt, wir gehen wieder auf den Planeten und gucken uns einmal an, kann ich diese Autotops überhaupt abbauen? Das kann ich. Ja. Die zweite Sache ist die, habe ich noch genug CPU Power Grid übrig? Oben noch mal eine Produktion zu bauen. Das kann ich einfach testen. Ich sage, ich setze mal einen Extraktor, ich setze mal zwei Basic Facilities und stelle fest, nö. Geht nicht. Kann ich mal einen Extraktor und zwei Basic Facilities bauen, damit ist das Thema erledigt. Kann ich nicht machen. Jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, die einfachste, ich sage, pff, mir egal, ich kaufe Polytextile ein. Ja, ist mir Wuppe. Ich kaufe Polytextile einfach auf dem Markt ein und dann ist gut. Kann man machen. Ist halt scheiße. Die zweite Möglichkeit wäre, ich reiße hier Advanced Facilities raus und sage, Fertilizer-Produktion mache ich hier nicht. Ich produziere Rohstoffe. Das würde aber heißen, dass ich die Tech 1 Rohstoffe, also quasi die Prozessmaterialien, wegtransportieren müsste. Macht auch nicht so viel Spaß. Weil dann würde ich nämlich hier nur die Grundmaterialien produzieren, hämmer die ins Lager und schicke bei den Mengen, ich denke mal jeden Tag, jeden zweiten Tag einen Transporter, der das alles einsammelt und auf einem anderen Planeten karrt. Auch eine Lösung. Was ihr davon wählt, ist nicht so
schwierig. Ja, das könnt ihr für euch ausmachen, wie ihr es wollt. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die ist ein bisschen, naja, sag ich mal, komplexer. Die ist relativ einfach, nennt sich einfach motiviert Leute. Vielleicht kann ja einer eurer Teamkollegen Polytextile für euch herstellen. So, und der Fachmann hat jetzt was gemerkt. Ich rede immer von einem Charakter. Ihr habt auf eurem Main-Account, selbst wenn ihr nur einen Account bezahlt, habt ihr drei Charaktere frei. Das heißt, das Problem mit dem Planeten könnt ihr auch ganz einfach lösen, indem ihr einen weiteren Charakter nehmt, den diese 7, 8 Tage skillen lasst, dass er die Polytextile bauen kann. Das sind nämlich nur die Command Center Skills. Ja, das sind nur diese paar Skills hier. Command Center reicht dafür, glaube ich, auch auf 3. Interplanetary Constellation brauchst du auch nicht so viele. Das heißt, mit mehr Charakteren könnt ihr mehr Planeten bevölkern. Das ist auch mein Thema, wie ich das machen werde. Ich werde meinen zweiten Account nehmen, beziehungsweise meinen zweiten Charakter hier im Wurmloch, und werde mit dem auf dem Tempelplaneten anstelle der Fertilizer Polytextile herstellen. Das ist mein Workaround. Und so kann man das sehr komplex aufbauen, die Geschichte. Wir bleiben bei dem einen Charakter. Wenn ihr nur einen nutzen wollt, obala, falsche Taste, dann müsst ihr gucken, wie ihr es handelt. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum dieses Wurmloch leer war, als wir eingezogen sind, weil es ist nicht so ideal für PI. Gut, Polytextil haben wir es gesagt, streichen wir aus unserem Kopf erstmal. Fertilizer haben wir. Boah, Scheiße. Deutscher Text. Superkonduktor. Nicht Okomi-Superkonduktor, die kommen als nächste Stufe, sondern Superkonduktoren. Plasmanoid und Suspended Plasma. Geht auf einen Sturmplaneten beides. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir schnappen uns wieder ein Command Center. Warum nehme ich immer nur eins mit? Bin unwahrscheinlich im Fall, dass ich doch rausgeschossen werde. Will ich nicht zu viel davon verlieren. Aber wir schnappen uns wieder ein Storm-Ding und machen noch eine Runde, weil es so schön ist. Wiederholung schafft Sicherheit. Und bei PI ist Wiederholen das Ganze tausendmal. Beste Grüße übrigens an meine Korb- und Ali-Kollegen. Wir können das auch gerne mal gemeinsam auf den Sonntag oder Montagabend machen. Da haben wir meistens Zeit. Gut, Storm. Wir wollen jetzt produzieren. Wir brauchen als Materialien quasi, boah, ich kann es nicht aussprechen, Aqueous Liquis. Am Ende des Tages einen Stormplaneten. Das heißt, wir gehen auf den Stormplaneten drauf, machen das Scanner wieder an und gucken erstmal kurz, wie sind die Grundvoraussetzungen. Das ist okay. Suspended Plasma ist auch okay, der andere. Also weniger Suspended Plasma. Kurz einen Blick auf die Verteilung mal schnell. Ja, müssten wir, wenn dann, irgendwo hier hinbauen. Das hier. Sagt der andere dazu? Hasch mich, bin die Welt gut. Das sind drei Rote, das ist schon ganz schön. Da ist nichts Rotes hier von dagegen. Es ist immer so ein bisschen auch Sache, wie ihr das aufbauen wollt. Aber wir sehen hier, die Abstände sind halt relativ riesig gefühlt zumindest. Das heißt, wir nehmen den zweiten Planeten. So. Und jetzt kommen wir wieder in die Geschichte mit dem. Wir scannen uns das Zeug zusammen. Stellen fest, hier ist, glaube ich, ganz gut. Nehmen wir auf dem Bildmenü das Storm Center, pinnen das mal so ungefähr hin, wo wir denken, wo es hinkommen könnte. Wechseln den Scanner nochmal und stellen fest, das sind ziemlich lange Wege. Gibt es hier oben nichts? Nee, Suspended Plasma gibt es nur am Äquator quasi. Da unten nichts? Nee. Eventuell können wir hier nochmal gucken. Ups. Suspended Plasma ist gar nicht da. Okay, gut. Dann gewinnt der Spot da oben. Das ist ungefähr in der Mitte. Sehr schön. Bauen. Command Center upgraden. Bauen.
Und los geht die wilde Fahrt. Extraktor 1. Wie gesagt, ich möchte möglichst nah an das Ding ran. Ich setze den deswegen so ungefähr hin. Dann können die Materialien noch ein bisschen wandern. Und den zweiten Suspended Plasma setzen wir da unten so hin. Der Extraktor. Hier hin circa. Übertragen. Wäre die Basic Facilities so ungefähr in die Richtung von den Extraktoren bauen, dass wir die Straßenwege verkürzen können. Auch hier unten. Übertragen und jetzt die Links dahin. Dahin, dahin. Oh, was habe ich vergessen? Das Launchpad. Dahin. Und hier. So, ich laufe über das Launchpad. Das Kommando Center kann man auch komplett außen vor lassen. Das ist überhaupt kein Stress. Gut, damit haben wir das alles mal geplant. Wir sagen auch Submit und haben jetzt die Grundaufbau wieder fertig. Wir wissen auch, wir brauchen noch zwei Advanced Facilities für den Spaß, weil wir eine Ressource bauen. Das heißt, ich setze die hier wieder vom Launchpad aus, maximal daneben. Submit und die gehen hier rein. Gut. Grundsetup steht wieder. Jetzt fangen wir wieder an damit. Mining. Was wollte ich hier rausziehen? Liquid. Ja, wunderbar. 1, 2, 3 vermutlich. Das ist der Standard. 3 Tage, weil ich bin ein fauler Hund. Je kürzer die Laufzeit ist, so als Zeitinfo, je mehr Ressourcen kriegt ihr raus pro Cycle. Gefühlt. Das heißt, wenn ihr nur kurz macht, dann kriegt ihr halt auch nur die kurzen guten Ressourcen raus. Ja. Wir wissen wieder, dass wir bei zwei Basic Facilities jeweils 6000 brauchen. Das heißt, wir haben es auch wieder so verteilt, dass das hier funktioniert. Start Extraction. Produkte. Route erstellen ins Lager. Opa, ich muss das Lager mal treffen, bitte. Lager. Route erstellen. Schritt 1. Was produziere ich aus den Liquors eigentlich? Ach hier, Water. Das ist Water. Das heißt, diese Fabriken machen bitte Water ins Lager. Danke. Du hier produzierst Wasser ins Lager. Danke. Und jetzt natürlich noch die Route vom Lager wieder. Über Routen vom Lager diese Liquors wieder hier rein. Und noch eine Runde. Das schöne Nova Animation da zeigt uns, dass alles theoretisch funktionieren sollte. Wir übertragen das und haben die Wasserproduktion am Laufen. Ihr müsst im Übertragen übrigens keinen Stress machen. Ob ihr es eine halbe Stunde früher oder später anfangt, ist ziemlich lax. Dasselbe nochmal hier unten. Wir produzieren hier unten diese komischen Suspended Plasma Viecher, machen wieder drei Extraktoren, einfach nur weil es vermutlich stimmt. Setzen die wieder hier hin ungefähr, machen wieder 3 Tage. Start Extraction. Das zu. Gut, daraus möchten wir produzieren Plasmanoids, Moids, whatever. Das bedeutet, wir gehen wieder hier schön nah ran. Was haben wir vergessen? Warum gibt es hier kein Routensymbol? Weil wir nichts transportieren. Damit bitte wieder ins Lager, meine Freunde. Gut, die Routentransport sieht gut aus. Und wir produzieren hier die Plasmanoid-Dinger. Installieren, ins Lager, fertig. Es ist am Ende eine Fleißarbeit, das so ordentlich zu machen. Mich persönlich ist aber wichtig, dass man mal ungefähr einen Plan hat, wie das funktionieren kann. Weil es ist ein ganz guter ISK-Einkommen nebenher. Alles fertig geplant. So. Im Grunde ist jetzt die Grundproduktion fertig. Das heißt, Grundrohstoffe produzieren wir. Das sieht alles gut aus. Und jetzt produzieren wir hier. Was sind wir gerade? Wir machen gerade Superkonduktoren.
Mein Akte installieren, wieder ins Lager. Und auch hier Superkonduktoren installieren ins Lager. Es ist ein bisschen Aufbaugeschichte, aber wenn der Aufbau durch ist, dann habt ihr den riesengroßen Vorteil, dass ihr auf Start drücken könnt. Wie das geht, machen wir sofort. Die Routen. Plasma 1. Hier hin. Danke. Es gibt übrigens eine Warnmeldung, wenn ihr was falsch routen solltet. Ihr könnt in eine Fabrik nicht das Falsche reinpacken. Und da kommt auch schon wieder die Nova-Animation, dass alles richtig ist. Submit. So. Die Geschichte läuft. Das heißt, auch hier ist es wieder so, dass die Produktion funktioniert. Theoretisch, wir gucken in einer Stunde oder zweimal nach, ob alles klappt. So, jetzt habe ich Planeten aufgebaut. Komme nach ein paar Tagen wieder und stelle fest, ich muss mal in die Planeten rein. Dazu gibt es im Neocom-Menü. In welchem Reiter eigentlich? Ah, hier, bei Industry. Planetary Production. Planetary Production ist ein nettes Fensterchen, das man hier oben im Compact-Mode laufen lassen kann oder nicht. Der euch anzeigt, ob die Planeten laufen oder nicht. Es gäbe hier ein durchgestrichenes Symbol, wenn der Extraktor nicht laufen würde. Ja, ihr könnt eure Planeten da angucken. Ihr seht, ich habe die Planeten. Ihr könnt mit Doppelklick drauf und ihr könnt den Planet bedienen. Das geht von überall. Planeten sind komplett fernsteuerbar. Das ist wichtig zu wissen, ihr müsst da nicht hin. Das einzige Mal, wenn ihr hin müsst, ist, wenn ihr Zeug abholt. Ja, wenn ihr eure Ressourcen vom Planeten wegholen wollt. Dafür gibt es die Epital. Epital ist ein Schiff der Galente, ein Spezialschiff, welches einen Laderaum hat. Nur für Planetenzeug. Das bedeutet, ich habe hier eine Itoran Mark V, den Tech 1 Transporter. Der hat 13.000 Laderaum. Ja, jetzt schnappe ich mir mal zum Spaß mal hier die Epital. Geh mal in die Epital rein und sehe, dass ich hier schon 54.000 Kubik an Laderaum habe. Dadurch ist der Transporter relativ gut für sowas. Und er ist günstig, ist ein Tech 1 Schiff. Dieses Ding hier kostet nichts. Das ist so der Transport dafür. Meine persönliche Empfehlung ist, wenn ihr es nur nutzt für den Transport vom Planeten zur Station, ohne Gates und ohne alles, ja, macht das Schiff so günstig wie möglich. Am besten gar nichts drauf oder in dem Fall sind nur Warp-Sachen drauf. Wieso? Wieso kommen wir gleich dazu, sobald ich am Planeten bin? Das klärt sich gleich in einer Windeseile. So, die Schiffe zurücklegen natürlich, was sind Korbschiffe? Wir steigen in irgendwas Günstiges. Das ist ein Fit, na egal. Und docken ab. Lohnt sich das auch im Highsec? Ich persönlich denke ja. Es lohnt sich immer, sofern ihr Custom Office findet, die gute Steuern haben. Das ist relativ simpel rauszukriegen. Ihr könnt einfach Rechtsklick Show Info machen und dann zeigt es euch an, welcher Steuersatz für euch gilt. Ja, Custom Office ist generell, also Zollbüros im Deutschen, ja, sind die Verbindung zwischen eurem Raumschiff und dem Planeten. Es gibt eine Tax Rate, die kriegt die haltende Kooperation, in dem Fall diese lustigen Herzleute. Ihr zahlt die Tax Rate beim Rausnehmen voll und beim Reinlegen die Hälfte. Das heißt, beim Rausnehmen der Güter zahle ich 3% des geschätzten Wertes. Und beim Reinlegen zahle ich 1,5%, wenn ich es auf den Planeten runterschicken möchte. Warum man das tun sollte, haben wir ja vorhin schon gesagt. Man kann theoretisch Produktion auf Planeten betreiben ohne Mining. Und das wiederum kann sich im Highsec auch ziemlich lohnen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich fange gar nicht hier unten an, sondern ich sage, ich kaufe mir hier diese Mittelklasse ein. Weil ganz viele Leute sind faul. Ja, ich baue einen Planeten auf, zum Beispiel ihn hier. Ja, und bin dann mit dem Planeten hier fertig. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme das Zeug von diesem Planeten
alles, ja, scheffel das in mein Raumschiff, karr das zum neuen Planeten und produziere dort weiter. Oder ich sage, ich nehme das Zeug raus und fliege das zum Trade Hub und verballer das, weil es ist sehr gut, es ist günstig, ich habe da nur keinen Stress damit. Weil in der Theorie und Praxis können wir sagen, wir nehmen einen barren Planeten, davon habe ich genug. Warte mal, nicht dahin allein. Ich nehme einen barren Planeten. Ja. Baue da ein Command Center drauf, wenn ich es hätte. Und baue nur Produktion. Ja. Jedes Launchpad ist ein eigener Transportpunkt. Docking request accepted. Das bedeutet, wenn ich verschiedene Launchpads auf einen Planeten baue, was ich schon ja mache, weil es das so schön veranschaulicht, dann kann ich auf diese Art hingehen und oh nein, 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 nicht alles. Aufbauhilfe. Wenn ich verschiedene Launchpads auf einen Planeten setze, dann habe ich die Chance, verschiedene Eingangspunkte für das Zeug zu verbauen. Ich mache jetzt mal einfach einen Schwachsinnsaufbau, mal schnell. Was eine gute Frage ist. Und auf diesem Weg kann ich. Ich brauche einen Bachenplaneten, danke. Command Center. Gehe ich hin und sage, so, mal meinen Aufbau bitte nicht bewerten. Upgrade, yes. Ich sage, ich baue hier Advanced Facilities hin, zum Beispiel, was weiß ich, hier schön 4 Stück. Ja. Und baue hinten Launchpad hin als Ausgang und zwei als Eingang. Übertrag das. Mach die Routen, bla bla bla. So weiter und so fort. So. Richte mir das alles ein. Ja. Und hab dann ja einen fertigen Planeten. Also ich packe hier die Rohstoffe rein, die ich für diese Produktion brauche. Packe hier die Rohstoffe rein, die ich für diese Produktion brauche. Und kann das dann rausgeben. Wichtig dabei ist, ihr habt ein Notepad hier. Notepad, New Note, neue Notiz. Kriegt irgendeinen Namen. Ihr müsst euch die Kennung der Dinge aufschreiben. Die haben hier eine Kennung, die Launchpads, zum Beispiel G5. G5 minus NJ1. Ja, das ist mein linkes. Wie auch immer ihr es beschriftet, was weiß ich, das hier ist Prot 1. Und ich habe ein zweites Launchpad, das ist das K5. K5 minus NJ1. Das ist Prot 2. Und ich habe ein drittes Launchpad, das ist D5. Ihr merkt schon, die Kennung hinten dran ändert sich nicht. Oder nur selten. Ist Ausgang. Gut, jetzt habe ich das fertig. Was bringt mir das nun? Docking request Ich habe accepted. die Möglichkeit jetzt zu sagen, mit dieser Notiz, die ich hier praktischerweise dann habe, sobald das Spiel immer irgendwie funktioniert. Ich nehme eins mit Kennung, sonst gibt es Ärger. Los, lade. Ich habe die Möglichkeit, jetzt zu sagen, ich gehe zu dem Planeten, den ich gerade eben aufgebaut habe, wieder über Industry Planetary. Er zeigt mir hier auch an, dass nicht produziert wird, weil es keine Aktivität gibt. Ich kann mich zum Custom Office warpen. Direkt Rechtsklick, Custom Office auf 0. Und kann dann bestimmen, in welchem Lager ich was ablege. Und das ist der wahnsinnig praktische Unterschied. Und so, wir landen am Custom Office. Ich sehe halt auf der Übersicht hier nur die Dinge. Ich kann das aufmachen, das ist wie ein Lagerraum. Und jetzt kommt der Witz. Ich habe ja in den Notepad aufgeschrieben, welches was ist auf dem Planeten. Ich kann hier die Launchpads auswählen, wohin es gehen soll. Bedeutet, das Custom Office zeigt mir nochmal an, Text Rate, welcher Planet es ist. Ihr könnt Ausrüstung hier reinlegen. Also, das ist auf dem Planeten im Orbit, also hier in dem Gebäude. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr legt in Produktion 1, das ist G5, ja, legt ihr was rein, transferiert, schiebt ihr die Sachen von eurem Cargo ins Launchpad und schiebt es dann rüber. Dann zeigt er euch einen Preis an, ihr drückt auf Transfer, es ist transferiert.
Wie gesagt, der Weg auf dem Planeten, halbe Tax Rate, der Weg vom Planeten, volle Tax Rate. Aber in Theorie könnt ihr sagen, ich schmeiße Material A und B auf dem Planeten, Produktion 1 da rein, Produktion 2 da rein und nehme das restliche Zeug mit. Ich habe auch vorhin gesagt, fittet eure Epitalen nicht unbedingt. Warum? Wenn ihr hier steht und feststellt, oh, da landet ein Schiff neben mir, das mich erschießen will. Ja, ihr könnt ganz einfach das Zeug hier nehmen, auf den Custom Office schieben, vor euch hinsterben in Ruhe. Ja, und sobald ihr weg seid, bleibt das hier drin liegen. Das ist ein privater Zugang, dieses Feld. Das ist kein öffentlicher. Das bedeutet, es kann, bleibt im Custom Office liegen, solange bis das Teil zerstört wird. Was euch für euch heißt, geht ausloggen, trinkt einen Kaffee, bis der Typ weg ist, fliegt wieder hin, zieht euer Zeug raus. Gut. Das sind so die groben Grundlagen dahinter. Das bedeutet, nochmal die kleine Schnellzusammenfassung, ihr habt zwei Möglichkeiten, PI zu betreiben. Die erste ist, ihr baut Warp Extraktoren, Drive Mining active. und von Grund auf eure Facility auf. Der zweite Weg ist, dass ihr Ressourcen auf Planeten liefert und dort weiterverarbeitet. Die Ressourcen, die ihr liefert, müsst ihr nicht unbedingt selber produzieren. Und das Wichtige daran ist, schaut, dass die Customs Office, auf denen ihr arbeitet, eine Tax Rate haben, die für euch okay ist. Ja, 3% bei uns Allianz weit so. Wir damit einen Teil der Dinger finanzieren. Docking request Und guckt, wem accepted. ihr die ISK gebt, ob das jemand ist, den ihr vielleicht einfach in Allianz. Wir haben zum Beispiel hatten Tax Rate 0%, sind noch haben sie trotzdem weggeschossen, weil die Regelung ist, dass wir 3% haben. Die gehen an die Allianz als kleiner Obolus. Irgendwo müssen wir Sprit finanzieren. Irgendwo mit müssen wir arbeiten. So. Spontan noch Fragen. Hier so im Stream. Wichtig, wie gesagt, am Ende, ihr müsst dies einmal ordentlich aufbauen. Wenn ihr es aufgebaut habt, könnt ihr das immer wieder aktivieren. Dann solltet ihr einen Highsec-Krieg haben in dieser Zeit oder solltet ihr andere Probleme haben, dann könnt ihr auch das alle paar Tage abholen und nicht direkt. Ein Launchpad kann relativ viel produziertes Zeug lagern. Das liegt daran, dass die Dinger kleiner werden, je höher der Level ist. Das heißt, diese Grundressourcen, die ich aus der Erde ziehe, sind die größten Dinger. Dann kommen natürlich die fabrizierten, es wird immer kleiner und kleiner. Nein, im Highsec regeln nicht die NPCs die Customs Offices. Customs Offices aller Formen, es gibt, fangen wir andersrum an. Die NPC Custom Office gehören alle Interbus. Interbus Custom Office trifft man heutzutage relativ selten, weil die meisten weggeschossen worden sind. Auch im Highsec gehören die Custom Offices in der Regel Corporations und Allianzen. Ich habe mir sagen lassen, lange Zeit war es so, dass sie sehr viele davon den Highsec-Piraten gehört haben, einen Altkopf von denen. Aber nein. Tax stellt die Corp ein, der es gehört. Du kannst die Tax sogar für verschiedene Standings einstellen. Bedeutet, wenn du, sag ich mal, rote hast, die du nicht magst, sind die Standings höher bei uns, also ist die Tax höher bei uns als für blaue und Freunde, Allianzleute. Ja, bei uns im Wurmloch ist es relativ wenig relevant. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand Planetary Action betreibt in einem Wurmloch, was ihm nicht gehört oder wo er nicht drin wohnt, ist recht gering. Ja. Aber es lohnt sich im Highsec, man kann es machen. Gut, ansonsten habe ich schon wieder wahnsinnig überzogen. Mit meinen komischen Themen hier mal kurz was erklären, ist immer nicht so einfach. Ein Tipp habe ich für euch noch, nämlich neben diesem Eve Helper Tool, was euch ja hilft, verschiedenste Dinge zu bauen und zu checken und zu machen, zu tun. Wenn ihr das Ganze sehr professionell macht, gibt es noch den PI Planner. Der PI Planner ist eine relativ, naja, komplexe Geschichte, die aber sehr hilfreich ist, wenn man mehrere Charaktere hat. Man kann Planeten hinzufügen und kann
hier simulieren, was man bauen möchte. Ja. Das heißt, ich kann hier schon mal gucken, wenn ich hier sage, ich hätte gerne zwei Extraktoren, was auch immer ich hier produziere, ne, kann ich hier auch simulieren, wie der Aufbau aussieht. Ja, ich kann den Launchpad hinzufügen, das Storage, ich kann den Text einstellen und so weiter. Und ich kann simulieren, was ich rauskriege. Das ist ein ziemlich cooles Spielzeug, womit ich rauskriege, wie mein Planet performt, was ich brauche, ob das überhaupt funktioniert, was ich will. Also es ist quasi ein Fitting-Tool für Planeten. Und eine ISK-Kalkulation am Ende. Und damit kannst du auch prüfen, oder kann man auch prüfen, ob es Sinn ergibt, was man gerade vorhat. Man kann ja hier schauen und sagen, ich brauche eine Advanced Facility, ich würde hier gerne bauen Biocells. Dann sieht er, dass ich Biofuels, hast du nicht gesehen, brauche. Und auf die Art kann man auch gucken, ob man jetzt was importieren will oder nicht. Ja. Importfunktion kann ja nicht ganz so gut hier, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist gelogen, er würde es mitrechnen. Ja, er rechnet sogar. Er sieht hier, wenn ich Biofuels nicht selber produziere, dann würde ich 480 Taxes pro Stunde zahlen dafür und kriege 2000 raus. Das heißt, am Ende kriege ich auch ein Profitinfo, was man so alles aus dem Planeten rausziehen kann. Auf die Art kann man es durchrechnen. Zu sagen, ich mache meine Fertilizer, ja, habe meine 3% Steuern in meinem Wurmloch und habe auf die Arten Informationen. Die Informationen so. Aber auf die Art Infos, wie viele Tage das Ganze auch laufen kann, das ist eine interessante Info. Das heißt, wenn ich mit dem Setup von zwei Launchpads arbeite, einen rein, einen raus, kann ich maximal 27 Tage leben. Und so ist es aufgebaut hier. Schöne Spielzeuge. Wie immer, Third-Party-Seiten sind der Shit-Neef. Schaut sich alles an. Wer von unseren Leuten Fragen hat, auch gerne einfach Ingame, Deutsche Kapselpilotenschule, für die externen, für die internen Leute, Corp-Chat, Allianz-Chat.